Das Ende der FDP von die da oben. Was sagen die da oben? Wir hören es zu. Ich bekomme eigentlich von denen so meine Befehle, meine Anweisungen, was ich zu sagen habe. Aber sie haben mir gesagt, hey Gregor, entspann dich. Sag, was du willst zu dem Video, weil das haben wir eh schon ganz gut gesteuert. So, und dann haben wir hier Jan Schipmann, heißt er so? Er ist auf jeden Fall, glaube ich, Jan. Also schauen wir, was der sagt. Leute, was sind denn das bitte für Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen? In beiden Bundesländern schaffen es als gesichert rechtsextrem eingestufte Landesverbände der AfD über 30% zu holen. In Thüringen ist die AfD sogar stärkste Kraft geworden. Deshalb wird es in beiden Ländern jetzt sauschwierig, eine Koalition zu bilden. Und da wird in den nächsten Tagen und Wochen auch noch viel drüber geredet werden. Worüber aber gerade spannenderweise kaum jemand spricht, das ist die FDP. Dabei hat die gerade wirklich einen sensationellen Ja, das ist ganz großartig, dass da niemand gerade drüber spricht. Absturz. Trotzdem sitzt Christian Lindner immer noch in jeder zweiten Talkshow gefühlt. Also dafür, das ist unfassbar, wie oft der zu irgendwas gefragt wird, obwohl seine Partei ab dem nächsten Jahr politisch irrelevant sein wird. Aber der ist einfach immer da und ich halte das nicht mehr aus. Hingelegt. In Thüringen konnte sie nur noch knapp über 1% holen, nachdem sie 2019 mit 5% in den Landtag eingezogen ist. In Sachsen sind es nur 0,9% geworden. Da hatte man zwei... Ja, also das liegt sicherlich nicht an der großartigen Politik der FDP im Bund. Also daran kann das nicht liegen. Tobias Sucher zu dem Video ebenfalls reagiert. Bin mal gespannt, was du sagst. Ich kann es vielleicht schon mal zusammenfassen. Also ich finde es schön, dass die furchtbare Politik der FDP bestraft wird. Dass das natürlich aufs Konto von noch schlechteren Parteien wandert, ist schade. Obwohl ich weiß gar nicht, wie viel schlechter die Landes-CDU-Parteien als die FDP sind. Also ich glaube tatsächlich, da ist eine CDU in vielen Teilen besser, weil jetzt ist ja auch so, dass die FDP sehr, sehr... Anti-Ausländer ist. Also zwischen CDU und FDP höre ich jetzt in der Anti-Migrationsrhetorik keinen Unterschied mehr. Und zumindest sind einige CDUler auf Landesebene, weil die halt tatsächlich regieren müssen, die müssen Dinge umsetzen. Die sind zumindest fiskalpolitisch nicht mehr ganz so hirngeschissen wie die FDP. Aber dass das Ganze, dass viele von diesen Stimmen natürlich auf die Konten der CDU und der Nazis gehen, das ist nicht gut. Wofür ist dieser kleine Blitz rechts? Was? Das? Oder was meinst du? Also das ist für ganz extrem laut. Also wenn es zu leise ist, dann kann man es ganz laut machen. Das Add-on heißt, wie heißt das Add-on? Warte mal. Das heißt Enhancer für YouTube. Ist ganz geil. So, machen wir weiter. 2019 immerhin noch 4,5% geholt. Das ist wild. In beiden Ländern hat die FDP also ungefähr 80% ihrer Stimmen verloren. 80%! Und man muss dazu sagen, bei der FDP geht's abwärts, seit es die Ampel gibt. Es wurde Landtagswahl um Landtagswahl in den Sand gesetzt. Im Saarland, Niedersachsen, Berlin, Bayern und jetzt Thüringen und Sachsen ist man entweder aus dem Landtag geflogen oder nicht reingekommen. Und auf Bundesebene steht die FDP ebenfalls zwischen 4-5% und muss nächstes Jahr um den Einzug zittern. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir haben mit dem jüngsten Bundestagsabgeordneten der FDP aus dem Osten darüber gesprochen, warum die Liberalen da so krass eingebrochen sind. Also das ist natürlich für uns ein enorm ernüchterndes, fast schon demütigendes Ergebnis. Und auch noch euer... Geht bei allen Ampelparteien abwärts, das ist allerdings richtig. Warum, können wir noch zu versprechen. Vertrauen verloren haben. Ganz ehrlich, erleben wir gerade vielleicht das Ende der FDP? Das klären wir in diesem Video. Hier kommt unsere Analyse, los geht's. Was war das bitte für ein Erfolg? 2021 hat die FDP bei der Bundestagswahl ganze 11,5% geholt und besonders bei jungen Menschen krasse Ergebnisse eingefahren. Und dann, jetzt denkt... Das ist hier wirklich das Allerkrasseste. Also, dass junge Menschen die FDP wählen, meine Güte. Ihr euch bestimmt, ja. Also die, weiß ich nicht, die 15% der 18- bis 24-Jährigen, die ein Vermögen von über 1 Million haben, die, glaube ich, gibt's nicht. Also da sind schon ein paar Menschen sehr... sehr gut verarscht worden. Die FDP ist schon mal zurückgekommen. War es tatsächlich so schlimm? Jetzt wählen die AfD. Ich bin nicht ganz im Bilde, wie da die Wahltrends ausschauen in Deutschland. Ja, dann kam halt die Ampel und es ging steil bergab. Und das stimmt sicherlich in Teilen auch, aber es ist lange nicht der einzige Grund. Lasst uns erstmal auf die anderen Faktoren schauen. Und zwar erstmal auf die Abhängigkeit der FDP von einer anderen Partei, nämlich der CDU. Genauer gesagt, die FDP ist abhängig davon, dass die CDU
reinscheißt. Da sieht man ganz klar, wenn man sich mal die Wählerwanderung der letzten Jahre anschaut. Aber warum das? Naja, manchmal vergisst man, was für eine kleine Partei die FDP eigentlich ist und damit auch ihre Zielgruppe. Wenn es nach der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch geht, ist die Wählerschaft der FDP eine große Schwachstelle. Das ist tatsächlich so, dass die FDP einen sehr kleinen Kern an Stammwählerinnen und Stammwähler hat. Das ist von den einzelnen Ländern. Milliardäre? Und dann auch nochmal unterschiedlich. In Ostdeutschland sind es nochmal weniger, in Baden-Württemberg, auch in Teilen Bayerns ist der Anteil ein bisschen höher. Das ist diese Kernwählerschaft, aber mit der hat man natürlich... Junge Menschen, deren eigenes Leben eine Aufstiegsgeschichte ist, sind leicht von der FDP einzufangen. Und davon gibt es 15% in Deutschland. Also 15% der 18- bis 24-Jährigen haben eine Aufstiegsgeschichte. Nein, daran liegt es nicht, dass die selber erfolgreich sind. Letztes Mal dieses gute Bundestagswahlergebnis nicht erreicht. Die FDP profitiert also laut Ursula Münch vor allem von Wechselwählerinnen und Wählern. Und da ist eben eine Partei ganz vorne dabei. In den Phasen, in denen die FDP bei Bundestagswahlen gut abgeschnitten hat oder auch bei Landtagswahlen, dann hat sie das fast immer auf Kosten der Unionsparteien gemacht. Schaut man mal auf die Zahlen, dann ist das wirklich krass. 2021 sind 490.000 Stimmen von der CDU zur FDP rübergewandert. Ich hätte nicht gedacht, dass die FDP so dumm ist. Und 2017 war es noch krasser. In beiden Jahren hatte die Union weit unter ihren Erwartungen performt. Aber das funktioniert auch umgekehrt. 2013 hat die Union unter Merkel komplett überperformt und mit 41,5% fast die absolute Mehrheit geholt. Und die FDP? Die ist mit 4,8% der Stimmen aus dem Bundestag geflogen. Wild ist, das war ausgerechnet, nachdem die FDP 4 Jahre lang mit der Union regiert hat. Und ich sag mal so, da gab es Vibes, die dem einen oder anderen heute bekannt vorkommen können. Man hat sich auch unheimlich gestritten innerhalb der Koalition. Die Schimpfworte damals, die waren noch unflätiger als heutzutage. Da sprach man von der Gurkentruppe. Sprach ein CSU-Politiker mit Blick auf die FDP. Bei der Wahl hat die FDP übelst viele Stimmen an die Union verloren. Über 2 Millionen. Das hat einen ziemlich grundsätzlichen Ursprung. Mit der Union hat die FDP von allen Parteien wohl die größten Schnittmengen, besonders wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Dem Thema, das für die Partei bis heute eine besondere Relevanz hat. Und ob Bürgergeld oder Steuern... So, aber das wissen wir doch alles. Wann kommt jetzt das, wo wir uns über die lustig machen? Beide Parteien haben hier ähnliche Takes. Das hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Wählerinnen und Wähler, die von der Union enttäuscht worden sind, häufig zur FDP gewechselt sind und eben auch umgekehrt. Und das ist auch ein Erklärungsansatz, warum die FDP bei den Ostwahlen so stark untergegangen ist. Zum einen steht die Ampel momentan ziemlich kacke da, zum anderen lag es in Thüringen und Sachsen besonders an der CDU, einen AfD-Sieg möglichst zu verhindern und eine Regierung anzuführen. In der Wählerwanderung sieht man also, dass die FDP erneut die meisten Stimmen an die CDU verloren hat. Aber wer von der FDP geht bitte zum BSW? Also, wer bitte? What? Die FDP hat im Wahlkampf personalisierte Werbung verwendet, aka jedem gezeigt, was er wollte, nur machen wollten, die das natürlich sowieso nie... Also, von der FDP zum BSW, das verstehe ich nicht, aber gut. Lasst uns mal auf den nächsten... Aber da merkt man, wie populistisch die FDP ist. Also, dass man entweder sagt, ja, letztes Mal habe ich FDP gewählt, und diesmal wähle ich AfD. Also das sind schon Menschen, die angesprochen werden durch populistische Thesen. Das wollen wir noch einmal sagen, ist die Elitenpartei. Vielleicht ist die Elitenpartei, was die Kohle angeht, aber nicht die Elitenpartei, was da im Kopf vorgeht. Im Grund schauen. Geht doch mal raus auf die Straße und... Wähler, die charismatische Führerfiguren wollen. Tatsächlich. Sehr richtig, Solarjuice, mit dem guten Punkt. Lindner ist wie in... Nein, Lindner ist nicht Hitler. Bittet random Leute, euch einen Politiker aus der FDP zu nennen. Ich wette mit euch, dass der Großteil der Menschen Christian Lindner nennen wird. Das ist jetzt aber auch nicht so ein krasser Hot-Take. Zugespitzt kann man sagen, für viele ist Christian Lindner aktuell quasi die FDP. Und so ein Aushängeschild kann nice sein. Solange es halt läuft. In der FDP hat Christian Lindner nach wie vor viel Rückhalt. In den Beliebtheitswerten sinkt er aber deutlich ab. Im Februar dieses Jahres hat er im ZDF Politbarometer sein niedrigstes Umfrageergebnis kassiert. Aber stimmt, Buki, aber ich glaube nicht, dass die so prominent im Vordergrund stehen. Aber auch im Deutschland-Trend von Anfang August schneidet Lindner schlecht ab. 68% der Befragten sagen, sie sind nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Und für viele gilt eben nach wie vor, Lindner... gleich FDP. Ist das auch ein Grund für das katastrophale Abschneiden in Sachsen und Thüringen? Also natürlich in der Öffentlichkeit nimmt man vor allem Christian Lindner wahr. Er ist Parteivorsitzender. Er sitzt an dieser Schaltstelle im Kabinett als Bundesfinanzminister. Er hat also die Strippen in der Hand. Aber auch der Tag von Christian Lindner... Also das, die Tatsache, dass der Finanz... Das kickt immer wieder rein. Ist so zum Kotzen.
Also, weil ich nie einen guten Punkt machen würde. Hat eben nur 24 Stunden. Es ist und selten. Zusätzlich ist er noch der Parteichef der FDP. Das sind eben zwei Vollzeitjobs gleichzeitig. Bei den Grünen zum Beispiel geht sowas überhaupt nicht. Da gibt es eine strikte Trennung und das steht sogar in der Satzung der Partei. Wer Teil der Bundesregierung ist, darf die Partei nicht weiter führen. Als Robert Habeck und Annalena Baerbock ins Kabinett von Scholz eingezogen sind, wurde die grüne Parteispitze mit Ricarda Lang und Omid Noripur neu besetzt. Wir haben dazu mit dem jüngsten ostdeutschen Bundestagsabgeordneten Philipp Hartwig aus Sachsen gesprochen. Wenn einer es schafft, mehrere Jobs an einem Tag auszufüllen, dann ist das Christian. Aber er sagt auch, uns ist bewusst, dass stimmt, Porsche-Lobbyist, den Nebenjob darf man auch nicht vergessen. Extrem damit zusammenhängt, wie wir auch im Bund dastehen, wie auch die Koalition gesehen wird. Trotzdem hat er nach wie vor Vertrauen in seinen Chef. Und ich glaube auch, dass weiterhin Christian Lindner der richtige Mann ist. Aber wie sieht es eigentlich neben Christian? Was sind das bitte für Softball-Fragen? Christian Lindner aus. Man könnte ja den Eindruck kriegen, dass Nachwuchs in der Partei kaum eine Rolle spielt. Christian Lindner ist im Bundeskabinett nach wie vor einer der Jüngeren. Das sieht man noch gar nicht, dass die Notwendigkeit. Die Wanderung von FDP zu BSW ist eine Wanderung von Wählern, die eine Ludwig-Erhard-Wirtschaftspolitik wollen. Ja, stimmt. Also das hat sie schon, ist schon sehr stark dort. Was ja eine sehr linke Politik ist, wie wir alle wissen. Wir sind ja alle Fans von Sarah Wagenknecht. Bei Jobs auf einmal, der Typ ist ein Macher, ja genau, er macht sich und die Partei gerade kaputt. Ist irgendwie auch Betrug, im Wochenabstand vor und nach der Wahl die Position zu ändern. Ein bisschen. Also es ist ein Unterschied, ob man jetzt nicht in der Lage ist, es durchzusetzen, sondern ob man einfach auch das, was man in der Öffentlichkeit kommuniziert, komplett ändert. Apropos, das, was man in der Öffentlichkeit kommuniziert, komplett ändert. Ich habe ja auch, Nachrichten aktivieren jetzt nicht, nein. So. Hier. Friedrich Merz hat gesagt, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben und dann hat er vor kurzem gesagt, das Wort Brandmauer hat nie zu unserem Sprachgebrauch gehört. Das ist uns von außen, immer von außen aufgenötigt worden. Wenn wir schon bei dem Thema sind, da haben wir auch ein Fähnchen im Wind. Quasi einen Nachfolger aufzubauen, was natürlich immer ein Problem ist. Irgendwann braucht man mal die Nachfolger. Also die FDP ist enorm abhängig von Christian Lindner. Und in was für ein Tief man fallen kann, wenn auf einmal die Identifikationsfigur wegbricht oder wenn ihre Politik auf einmal nicht mehr populär ist, das hat die CDU ja mit Angela Merkel schon bitter spüren müssen. Und der Auftritt von Lindner und der FDP in der Ampel, der kommt aktuell eben auch nicht gut an. Mit dem Spruch, nie gab es mehr zu tun, ging die FDP zur Bundestagswahl 2021 an den Start und forderte damit einen Neustart im Land. Deutschland müsse moderner, digitaler und freier werden. Sie selbst hat sich damals als Stimme des Fortschritts und der Freiheit beschrieben. Der Aufruf, werden wir das Land, das in uns steckt. Ähnlich zu Man darf nie vergessen, wenn Neoliberale von Freiheit reden, dann meinen sie die Freiheit des Marktes, nicht die Freiheit der Menschen. 2017 mit dem Slogan, denken wir neu. Und nicht nur Deutschland sollte resettet werden, auch die FDP hatte sich damals ein neues Image inklusive eines neuen Designs verpasst. Die Partei wollte zeigen, wir sind jung und dynamisch. Vorher sah sie halt eher aus wie dein Bankberater. Geredet wurde damals von einem progressiven Liberalismus. Manche haben auch von einer Art Sozialliberalismus gesprochen. Mit Forderungen wie mehr Gerechtigkeit in Bildung, mehr Wohnraum durch sozialen Wohnungsbau und sozialen Innovationen wie dem sogenannten Midlife-BAföG machte sich die FDP... Entschuldigung, sozialer Liberalismus, wer hat davon gesprochen? FDP bei vielen beliebt. Und auch moderne Themen wie die Digitalisierung haben im Wahlkampf gezogen. Digitalisierung ist kein Nebenthema. Digitalisierung ist das Überlebensthema. Naja, nu, das Problem war dann halt, sobald man 2021 in Regierungsverantwortung war, war der Drive spürbar raus. Denn obwohl Volker Wissing sogar als Minister für Digitales zuständig ist, geht das Ganze bis heute sehr schleppend voran. Erst kam die deutsche Digitalstrategie sehr langsam ins Rollen und dann gab es auch noch krasse Kürzungen im Haushalt. Das liegt daran, dass die FDP sich coole Dinge wünscht, aber keine Ahnung hat, wie man da hinkommt, weil ohne breite öffentliche Investitionen, damit sich hier erst einmal Technologieunternehmen ansiedeln und auch die notwendige Energie zur Verfügung steht, um deren Unternehmungen zu betreiben und so weiter und so fort, ohne die notwendigen Investitionen in Ausbildungen, damit Deutschland in der Lage ist, weiß ich nicht, Solar zu verlegen oder das Humankapital zur Verfügung zu stellen, das
sich große Unternehmen hier ansiedeln wollen, wird's nix. Das heißt, man kann sagen, ja, wir sind für Digitalisierung, aber wenn man dann nicht bereit ist, da auch Geld dahinter zu geben und tatsächlich Projekte zu finanzieren, dann wird daraus nichts. Dann kann man sich sehr viel wünschen und dann zu hoffen, dass man irgendwie mit Kürzungen bei den Abgaben, sagen wir es mal so, im Großen und Ganzen, für Unternehmen, dass man dadurch irgendwie Anreize setzt, dass sich Leute hier ansammeln, Unternehmen hier ansiedeln, das funktioniert nicht. So. Gleichzeitig hat man natürlich auch mit mehreren Krisen kämpfen müssen, die man nicht adäquat angegangen ist, indem man eben nicht sichergestellt hat, dass sich Leute weiterhin was leisten können. Und wenn Leute sich nichts leisten können, gehen sie nicht einkaufen. Wenn sie nicht einkaufen gehen, dann verzeichnet die Wirtschaft geringere Einnahmen und das führt dazu, dass sie dann wiederum Leute entlassen, weil sie halt nicht so viele Menschen anstellen müssen, um die gesunkene Nachfrage zu decken. Und so kommt das dann in eine Abwärtsspirale, was schlecht für die Wirtschaft ist. Wenn man dann als Staat nicht dagegen hält, dann kommt man in eine Wirtschaftskrise. In Deutschland ist seit dem vierten Quartal letzten Jahres, glaube ich, in einer Rezession. Irgendwie so, also sagen wir es ganz einfach, ohne dass ich mich da jetzt auf irgendwas festnagel. Der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut so. Und daran hat die FDP den allergrößten Anteil mit dem Finanzminister Christian Lindner, denn einfach Ideologie über alles stellt und nicht in der Lage ist zu erkennen, dass Deutschland einfach kaputt gespart wird. Es ist ganz einfach so. Und jetzt irgendwie zu sagen, ja, dieser Haushalt ist nominal der größte, wie er jemals war, das funktioniert auch nur bei wirklichen Vollidioten, weil jedes Jahr hat der Staat auch die höchsten Einnahmen durch Steuern, die er je gehabt hat, weil halt die Preise steigen. Und auch sein Punkt, den er immer wieder macht, dass die Schuldenquote gesunken ist, hängt damit zusammen, dass der Staat weniger investiert hat in die Wirtschaft und gleichzeitig die Inflation gestiegen ist. Also egal, wie man es sich anschaut, Deutschland versagt wirtschaftlich und es liegt an der FDP. Es liegt auch an Olaf Scholz und an denen in der Regierung, die nicht in Lage sind, dagegen zu kämpfen, gegen diesen, weiß ich nicht, Wahnsinnigen da im Finanzministerium. Aber ja, Hauptschuld trägt halt die FDP. 377 Millionen auf 3,3 Millionen wurde das Digitalbudget gekürzt. Digitalisierung first. Vor allem außerdem, sieht irgendwie anders aus. Dass man bei der Digitalisierung mit Millionenbeträgen hantiert. Also da gibt es den Satz, alles, was irgendwie in Millionenbeträgen ist in der Wirtschaftspolitik, das kann man auch gleich wieder abschalten. Da braucht man gar nicht hinhören. Das ist so ein geringer Posten, das ist wertlos. Wenn es nach Ursula Münch geht, kann das Bundesministerium aber tatsächlich gar nicht so viel dafür. Das Thema ist nämlich saumäßig komplex. Und das kann eben die Bundespolitik im Grunde fast überhaupt nicht regulieren oder vorgeben oder in die Gänge bringen. Da ist man ganz stark angewiesen, einerseits natürlich schon auch auf die Bundesnetzagentur, dann aber eben vor allem auf die Länder angewiesen und auf die Kommunen angewiesen. Also dieses Thema, gerade Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, das ist der pure Horror. Trotzdem ist es eben ein Thema, mit dem die FDP prominent an den Start gegangen ist und was sie jetzt nicht, wie angekündigt, umsetzen kann. Das merken auch die Wähler. Ich finde es ja geil, dass kein Wahlkampf geführt wird mit höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch damals war das ja nicht so ein Ding, sondern da war das Ding so von Olaf Scholz her Stabilität. Die Grünen haben Klimaschutz, aber für dieses ja, das zu kommunizieren, dass man sich auch für die kleinen Menschen, wenn man so nennen will, interessiert, das kommuniziert keine Partei, keine einzige. Natürlich schon gar nicht die FDP, nicht falsch verstehen, von denen erwarte ich das nicht. Aber das, ja, und Respekt, ja, das, Gottes Willen. Das heißt, dafür, Menschen fühlen sich einfach nicht abgeholt, das ist eine Grund, wieso die Ampelparteien alle scheiße, den allen scheißen geht und weil es natürlich aus der Opposition man sehr leicht populistische Stimmung machen kann, können viele FDP-Wähler, die ja selber nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, von populistischem Gerede abgeholt werden. Von CDU und AfD auch teilweise, aber vor allem in Richtung CDU. Und Wähler. Niemanden interessiert, wie schwer die Umsetzung ist, vor allem nicht die flüchtige Wählerschaft der FDP. Die, wenn sie sieht, das läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die FDP macht ja doch nicht diese schnelle Digitalpolitik. Die FDP bremst die anderen Partner in der Bundesregierung aus. Das ärgert zumindest diesen Teil der Wechselwähler. Aber es ist noch doller. Statt wie angekündigt Dinge voranzubringen, fällt die FDP immer wieder durch das Gegenteil auf. Also die Schwierigkeit für die FDP ist, dass sie inzwischen ganz stark dieses
dieses Etikett. Kroatien kann sie nicht aussprechen. Danke dir, Markus Haraldsson, 6. Monat. Danke für den Sub, liebe Grüße zurück. Wo in Kroatien? Der Blockiererpartei an sich haften hat. Und ich frage mich, woher das kommt. Dass sie damit natürlich kein besonders attraktiver Koalitionspartner mehr ist. Im Prinzip voll. Was ich von Großunternehmen ohne Gewerkschaft halte? Aktien natürlich. Liebe Grüße, Herr FDP. Folgt eine Blockade auf die nächste. Ob jetzt bei der Kindergrundsicherung, beim Lieferkettengesetz oder beim Bürgergeld, die FDP stellt sich quer. Dabei will ich gar nicht sagen, ob sie bei einem Thema Recht oder Unrecht hat, aber sie stellt sich halt immer wieder gegen die Koalitionspartner. Wenn es nach Ursula Münch geht, hat das unterschiedliche Gründe. Ein Thema für die Differenzen, das ganz vorne steht, ist aber immer wieder Geld. Auch die Union gibt gern Geld schön, aus und die Sozialdemokraten und die Grünen ohnehin. Und die FDP hat... Ach ja, genau, der Olaf Scholz, Sozialdemokraten, bekannt dafür, dass sie massenhaft Geld ausgeben. Sehr richtig. ...sich eben ja ins Wahlprogramm immer schon hineingeschrieben, dass sie fürs Geldsparen sich einsetzt, dass sie keine Steuern erhöhen möchte. Das wohl größte Streitthema ist dabei wohl die, Achtung, Trigger Warning, ihr könnt es wahrscheinlich nie mehr hören, Schuldenbremse. 2009 wurde die Schuldenbremse ja im Grundgesetz verankert, um die Kredite, die der Staat aufnehmen darf, zu begrenzen und damit dauerhaft eine stabile Finanzpolitik zu sichern. Das Problem der Schuldenbremse ist... Den letzten Satz, den hat er schon wieder eingegangen. Egal, wofür Geld ausgegeben wird. Und manchmal sind Investitionen eben nötig. Deshalb wird die Schuldenbremse auch von manchen Ökonomen als zukunftsfeindlich kritisiert. Also viele Unternehmen und auch unternehmensnahe Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, ja, die Schuldenbremse soll nicht komplett aufgelöst werden, aber sie sollte zumindest ja angepasst werden. Vor allem, wenn es um Sachen wie Gebäudesanierung, Bahnmodernisierung oder Erfindung gegen den Klimawandel geht, braucht man erstmal Geld. Geld. Die FDP rückt aber keinen Millimeter von der Schuldenbremse ab. Das Interessante ist, dass das ja auch ein Bereich ist. Und das ist tatsächlich jetzt, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, interessant, aber dass man das richtig gut ablesen kann, wie diese Verbohrtheit, dieses nicht in der Lage sein, die in der Realität ins Auge zu schauen, wie dieses komplette Fehlverhalten in der Regierung tatsächlich realisiert wird von der Bevölkerung. Weil das ist ja nicht immer der Fall. Also ich kann sagen, auch in Österreich findet in der Regierung viel Verhalten, findet es statt. So, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland, aber ich habe immer noch eine sehr niedrige Meinung von der durchschnittlichen Wählerin oder dem durchschnittlichen Wähler. So. Aber dass die das tatsächlich erkennen, vielleicht kann man doch nicht jeden Scheiß in der Regierung machen und mit Populismus und Propaganda ein bisschen drüber pinseln, dass man es nicht erkennt. Vielleicht gibt es ja doch sowas wie Vernunft in der Wahlbevölkerung, aber nur vielleicht, weil die gehen ja jetzt dann alle zu CDU und AfD. Aber wenigstens werden schlechte Parteien noch bestraft. Dann werden zwar schlechtere gewählt, wir schauen, ob da auch dann erkannt wird, dass das nicht funktionieren wird, aber ich freue mich einfach, dass diese Scheißpolitik der FDP bestraft wird. Wo auch die Klientel der FDP eigentlich zumindest teilweise auch andere Wünsche artikuliert. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch dann auch zwischen der FDP und einem Teil ihrer Stammwählerschaft. Man muss sagen, die österreichische Politik ist nicht so grenzeingeschränkt in ihren mentalen Fähigkeiten wie die FDP. Nicht wirklich, aber auch unsere Neoliberalen sind nicht so deppert. Nicht aber darauf so. Hat man sich festgelegt. Im Umgang mit der Schuldenbremse... Also was eigentlich krass ist, weil wir haben auch sehr dumme Menschen bei den Neos, aber... ...steht die FDP also vor einem Dilemma. Sie kann es bei einem zentralen Thema nicht allen ihrer Wählerinnen und Wähler recht machen. Tatsächlich haben selbst in der Union schon wichtige Leute signalisiert, dass sie bei der Schuldenbremse Reformbedarf sehen. Unter anderem so einige Ministerpräsidenten. Die FDP aber bleibt beim kategorischen Nein. Dabei argumentieren viele, dass Schuldenmachen für die kommenden Generationen eben nicht nur daran gemessen wird, was auf dem Konto liegt, sondern auch, ob es im Land funktionierende Infrastruktur gibt und dass diese Menschen nennen sich real existierende, nicht im Luxusleben der Menschen, die darauf angewiesen sind, dass die öffentliche Infrastruktur wie Gesundheit, Schulen oder so funktionieren, die ihre Kinder nicht auf Privatschulen schicken können. Diese Menschen sagen sowas. Die Bahnschienen und Brücken nicht vor Altersschwäche einbrechen. Und die kommende Generation, das seid eben ihr.
Und damit sind wir beim nächsten Thema. 2021 war die FDP quasi noch der Hoffnungsträger der jungen Generation. Vor allem auch durch eine neue Strömung in der Partei mit jungen Stimmen wie Konstantin Kuhle, Johannes Vogel und Ria Schröder. Da hat man diese anderen Wählerinnen und Wähler gehabt, viele Jüngere, die vor allem auch von diesem Thema der Digitalisierung sich angesprochen gefühlt haben. Tatsächlich wart ihr bei der letzten Bundestagswahl die stärkste Wählergruppe. Ganze 21% der 18 bis 24. Ganz vergessen, 21 sogar. Bist du deppert. Jährigen hat damals FDP gewählt. Neben Digitalisierung war nämlich vor allem auch das Thema Bildung groß bei der FDP. Naja, aber ähnlich wie beim Thema Digitalisierung steht. Haben es betont. Vassilij Ewers-Strakwatzing. Ach Gott, so eine dumme Person auch noch. Oh, die FDP ist einfach wirklich einfach nur scheiße. Es ist unfassbar. Die FDP. Ja, also wir sind für Digitalisierung und wir sind für Bildung. Oh, 20% der 18- bis 24-Jährigen sagen, ist ja ein Wahnsinn. Das Traurige ist, dass die Ampel als links bezeichnet wird, was wie jeder sieht, nicht der Fall ist. Deswegen wird hart rechts gewählt und nicht links. Schwierig. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ich glaube einfach, dass die Ampel so unbeliebt ist, liegt tatsächlich nur an der FDP. Also, ich fände sie immer noch scheiße, wenn die FDP die Projekte der Ampel finanzieren würde, weil halt ganz klar ist, dass es nicht genug ist und auch dieses, wir müssen im großen Stil abschieben, was der Scholz fordert, auch menschenunwürdig ist, so. Aber trotzdem, wenn diese Investitionen, die der Habeck in grüne Energien fordert, wenn das kommen würde, aber das liegt auch an, also ohne Olaf Scholz und FDP wäre diese Regierung tatsächlich nicht ganz so scheiße, aber so wird es nicht. Schauen wir nach das GOS-Video-FDP-Messe, wenn du es schickst. Und das, obwohl sie mit Bettina Stark-Watzinger ja die Bildungsministerin stellt. Ja, es liegt daran, dass die auch dumm wie... Das Zeugnis sieht da eher mau aus, zum Beispiel beim Digitalpakt 2.0 zur finanziellen Unterstützung von Schulen. Da hat sich lange gar nichts getan und jetzt wurde zwar ein Paket vorgestellt, aber mit 2,7 Milliarden ist das Budget den Ländern nach viel zu klein. Auch bei der BAföG-Reform haben viele kritisiert, dass die viel zu klein ausgefallen ist. Der neue BAföG-Höchstsatz liegt noch immer knapp 100 Euro unter dem festgelegten Existenzminimum. Und auch mit der Energiepauschale für Studierende hat sich die FDP ziemlich unbeliebt gemacht. Die hat nach der Ankündigung erst ewig auf sich warten lassen und danach war die Beantragung ein riesen Tamtam. Kennt ihr den Struggle vielleicht selber? Schreibt so mal in die Kommis. Naja, aber wenn ich hier, hat die FDP euch spätestens bei der Rentenpolitik verloren. Das Thema Rente war ja in der Vergangenheit ein riesiger Streitpunkt in der Ampel. Kaum lag das neue Rentenpaket auf dem Tisch, hat die FDP das Ding schon wieder kritisiert, um es am Ende trotzdem durchzuwinken. Und das, obwohl sie immer wieder betont hat, wie sehr sie sich für Generationengerechtigkeit einsetzt. Das Paket wird junge Menschen im Verhältnis überproportional belasten. Zu dem Thema haben wir übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht, also schaut da gerne mal rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Auch auf das Thema haben wir übrigens Philipp Hartewig von der FDP angesprochen. Er gibt sich da selbstkritisch. Da haben wir leider zumindest, wie es die Wahlen aktuell sagen, viel Vertrauen verloren und das ist natürlich besonders bitter für uns auch. Ja, gerade in Sachsen und Thüringen sieht man jetzt die FDP büßt vor. Wir machen schlechte Politik und jetzt werden wir bitter. Gehen wir von unserem Kurs ab? Nein, wir bleiben dabei. Allem bei euch extrem ein. In Thüringen ging es bei den 18- bis 24-Jährigen von 7,5% auf 1% runter. Und in Sachsen ging es von 6,5% runter auf 2%. Geil. Aua, das tut weh. Rente ist echt ein Problem, was per se relativ einfach zu meistern ist. Naja, das Problem ist nicht die Finanzierung, das Problem ist, ob genug Dienstleistungen und Güter produziert werden. Das ist eher, also wir reden da immer am Thema, aber gut, das, ich sage hier nichts, was Maurice Höfgen nicht schon viel schlauer und viel eloquenter gesagt hat. Sagt auch Philipp Hartewig. Gerade mit Blick auf Generationenthemen geht, ob das jetzt Rente ist, ob das Thema Finanzen ist und da müssen wir halt deutlich stärker und lauter wieder werden und dann glaube ich schon, dass wir da auch eine Chance haben und muss natürlich unser Anspruch sein, auch insbesondere gerade bei Smoky, warum ging das 100 Milliarden Sondervermögen? Weil CDU und FDP mitgearbeitet haben. Wenn die FDP da nicht mitarbeitet und die CDU nicht, dann geht's nicht. So, und wer blockiert in der Regierung? Die FDP. Deswegen mein Punkt, ohne FDP hätte das deutlich öfter stattgefunden. Tja, wir können Grüne und SPD kritisieren, wie wir wollen. Und auch richtig, ist ja so.
Ja, Smoky, und was machen wir jetzt? Egal. Wir können die kritisieren, wie wir wollen, rauf und runter. Und das ist ja richtig so. Aber jetzt irgendwie so zu tun, als wären Grüne, SPD und FDP erst einmal gleich scheiße und gleich da verantwortlich dafür, dass die Ampel so schlecht regiert, das können wir nicht machen, weil dann verschließen wir die Augen vor der Realität. Bei jungen Wählern wieder deutlich mehr Zuspruch zu gewinnen. Aber auch unabhängig vom Alter, die Ergebnisse der FDP sind desaströs. 1,1% in Thüringen und 0,9% in Sachsen. Im Vergleich, damit lag die Partei in Sachsen knapp über dem Wert von ungültig abgegebenen Stimmen. Das waren 0,8%. Und jetzt? Was heißt das? Raus aus der Ampel? Wolfgang Kubicki hat sich... Oh, das ist, muss sagen, wie fast nach... Tobias Huch redet aber gut über die FDP. Jeder darf seine Meinung haben. Jeder Landtagswahl als einer der ersten großen Namen in der Partei zu Wort gemeldet. Er sagt, die Ampel schadet dem Land und der FDP. Schaut man sich die Prozentzahlen an, kann man zumindest sagen... Es schießt wirklich so quer, also der... Der macht's... Ach Gott. Ja, seit der Ampel macht die FDP Verluste. Ist halt nur die... Sein O-Ton, gute Politik, aber schlecht erklärt, ja. Es kann nicht jeder so schlau sein wie ich und erkennen, dass es keine gute Politik ist. Frage, bei wem dann die Schuld? Warum ist Kubicki eigentlich noch relevant? Ist der nicht Vizevorsitzender? Liegt. Nächstes Jahr stehen schon wieder die nächsten Bundestagswahlen an. Und das könnte ein böses Erwachen für die FDP geben. Aber man muss auch sagen, ein Jahr in der Politik, da kann noch ganz schön viel passieren. Die FDP wird ziemlich zu knabbern haben an der 5%-Hürde, aber das kennt die FDP. Sie kennt diese Auf und Abs und hat sich bis jetzt dann doch immer wieder, zumindest auf Bundesebene, erholt. Schauen wir mal, wie das unter diesen wirklich stark veränderten Bedingungen in einem doch neu strukturierten Parteiensystem, ob das wieder klappt oder nicht. Aber dazu ist die Zeit noch zu lange hin. Also Fazit. Die FDP ist Extreme gewöhnt. 2009. Vielleicht lacht im Herzen nochmal bei den Überfliegern, auch vielleicht, wer weiß, aber... Laschet, so ein L-Du. Bestes Ergebnis. 2013 raus aus dem Bundestag. 2017 und 2021 direkt wieder zweistellig abgeräumt. Sie ist keine Partei, die es nicht versteht, manchmal auch aus aussichtslosen Situationen wieder rauszukommen und wieder aufzustehen. Was man aber sagen kann, in der Regierung, da hat die FDP oft Probleme. Das war unter Schwarz-Gelb so, das ist aktuell in der Ampel so und auch in Ländern wie NRW wurde die FDP nach Regierungsverantwortung ordentlich abgewatscht. Dass Regieren in der Ampel keine einfache Aufgabe werden würde, das war 2021 wohl allen klar. Wie sehr die Liberalen aber ab da bei Landtagswahlen verkacken würden, das hat wohl auch die meisten in der Partei überrascht. Bis heute hat sie kein Rezept gefunden, um den Abwärtstrend zu stoppen. Abschreiben sollte man die FDP aber definitiv noch. Gut, apropos FDP, ich habe auch gesehen, dass der Huch darauf reagiert hat. Das hat mich erinnert, dass ich das noch mir anschauen wollte. FDP. So, stirbt die FDP? Mich interessiert seine Einschätzung am Ende. So. FDP ist so, das ist aktuell in der Ampel so und auch in Ländern wie NRW wurde die FDP nach Regierungsverantwortung ordentlich abgewatscht. Ich habe mal mit Rainer Brüdele genau darüber geredet und er hat gesagt, die komfortabelste Situation für die FDP ist immer folgendes: Opposition auf Bundesebene, Regierung im Land. Dann geht es der Partei bombig. Es kann nicht, es gibt genügend Posten zum Verteilen, es gibt keine große Kritik. Man kann vieles auf den Bund schieben. Das ist die Traumsituation, wo man sich einrichten kann. Geil, da geht's gar nicht um das Umsetzen von Vorhaben. Da geht es nur darum, Posten, okay. Und da ist vieles Wahres dran. Das hat er mir mal vor 5, 6 Jahren gesagt. Regieren in der Ampel keine einfache Aufgabe werden würde. Das war 2021. Seitdem Tobias Huch streamt, geht die FDP den Bach runter. Ich meine, Korrelation ist ja auch automatisch immer ein Zusammenhang. Ja, fix. Allen klar. Wie sehr die Liberalen aber ab da bei Landtagswahlen verkacken würden, das hat wohl auch die meisten in der Partei überrascht. Nö. Bis heute hat sie kein Rezept gefunden, um den Abwärtstrend zu stoppen. Abschreiben sollte man die FDP aber definitiv noch nicht. Was meint ihr? Habt ihr noch weitere Gründe, warum die FDP momentan eine harte Zeit hat? Und ist das Tief für euch verdient oder ist es eher so ein Mitgehangen, Mitgefangen in der Ampel? In die Kommis damit. Achtung, hier kommt. Ja, natürlich. Aber Lindner wollte, natürlich wollte Lindner regieren. Der Koalitionsvertrag sieht ja auch gut aus. Und beim letzten Mal. Ja, genau, da müsste ich halt die FDP dran halten, aber
Mal hat man es abgelehnt, weil es nicht gut war, weil die FDP verarscht werden sollte. Und jetzt sieht's gut aus. Und die FDP wollte ja... Das sollte die FDP helfen, den umzusetzen, Alter! Stehen da nicht große Investitionen in den Klimaschutz drinnen und dann sagt man, nein, wir müssen sparen, wir müssen kürzen. Also natürlich, wenn man all diese Versprechen macht und dann blockiert die FDP diese... Natürlich ist das ein Eigentor. Das heißt Eigentor, das ist eigentlich suizidal, muss man sagen. Erst auch gar nicht. Dann musste ja dann auch. Man hat sich auch Zeit gelassen, war... Smoky, das würde ich so nicht unterstützen. War noch gute Koalitionsverhandlungen. Ja, zieh ich mir da rein. Ja, und ich finde, ja gute Koalitionsverhandlungen. Da muss man doch das umsetzen, was man ausverhandelt hat, und nicht die ganze Zeit querstehen. Also es dreht sich immer wieder um dasselbe Ding. Ja, also Ideen sind ja schön. Aber leider haben wir jemanden im Finanzministerium, der diese Ideen torpediert. Weil er irgendwie ein Schuldenfetisch ist oder so. Keine Ahnung. Dass die Ampel ein Fehler ist. Denn die Politik ist im Großen und Ganzen doch ganz stabil, außer die Ukraine-Politik. Finde ich ganz schrecklich, dass wir die Ukraine nicht ausreichend unterstützen. Genau das, ja. Ich meine, ich finde es gut, aber sollten wir doch nicht so tun, als würde da die Ukraine mit besseren Waffen irgendwie zurückschlagen, außer mit Atomwaffen. Als würde sie da jetzt noch irgendwas gewinnen. Das ist jetzt halt ein Fest. Aber gut. Also, bleibt, machen wir weiter. Ich finde, wir haben einfach den falschen Bundeskanzler. Olaf Scholz und Christian Lindner verstehen sich Bombe, hallo? Was? Also es liegt wirklich nicht an Olaf Scholz. Der Christian Lindner hat alle Parteien, so, das ist die Geschichte, vom Haushaltsentwurf hat dann alle Parteien gesagt, ja, sie müssen haushalten und ihr könnt nur dies und jenes, das ist das, was ich euch zugestehe. Dann haben SPD-Minister in ihrer Antwort, in ihren Vorhaben, diese Grenzen überschritten und haben gesagt, nein, wir müssen einfach mehr investieren, wir brauchen einfach mehr Geld. So, was hat Olaf Scholz gemacht? Hat gesagt, nein, also wenn das der Christian Lindner sagt, dann ist das fest, dann Finanzminister ist seine Kompetenz. Das heißt, er hat, bevor er seinen eigenen Leuten den Rücken stärkt in ihren Forderungen, die ein Blinder sieht, die einfach notwendig sind, um das Land zu modernisieren, nicht, dass er ausgereicht hätte, aber es hätte weniger Geld gefehlt dafür, sagt er, unterstützt er den Christian Lindner? Also wo bitte, die sind so, der scheiß Olaf Scholz und der scheiß Christian, die verstehen sich so gut. Also, dass er da jetzt irgendwie sagt, nein, also wenn der Olaf Scholz nicht Bundeskanzler wäre, dann wäre das viel besser für die FDP. Nein, jeder andere Bundeskanzler wäre viel schlimmer für die FDP, viel schlimmer. Weil wenn da, was die Aufgabe eines Sozialdemokraten eigentlich wäre, neoliberale Menschen abzulehnen und die aber auch wirklich in keinster Weise zu unterstützen, außer dass es der eigenen Position hilft. Das ist ein guter Sozialdemokrat. Dann hätte er sich einfach durchgesetzt. Der hätte einfach ein Machtwort gesprochen und er hat ja doch noch mehr Deutungshoheit. Aber nein, der hält einfach die Fresse. Also wann ich das letzte Mal Olaf Scholz sprechen gehört habe, ist wirklich lang her. Also wirklich lang. Und ja, das hilft der FDP, weil dann kann sie blockieren. Bräuchten Pistorius. Das ist ein Kernproblem. So meine Meinung. Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Oh. Und ist es schade, dass gerade dieser Effekt des festgelegten Nicht-Reinkommens, dass der nicht besprochen wird, weil so 2-3% an Stimmen von Stammwählern, die weiterhin hinter der FDP stehen, halt verloren gegangen sind. Und das hat halt überhaupt nichts mit der Bundesregierung zu tun. Was will er denn? Dann schau dir mal den aktuellen Bürgertalk mit Scholz an. Was? Bürgerdialog? Der einen Bürgerdialog gemacht? Scholz. Ich hasse auch tatsächlich, wie er mit Leuten spricht. Also so fernab. Tagesspiegel, Felix. Habe ich noch eine Frage an Sie? Sie kennen Berlin ja schon ziemlich gut. Die erste Frage. Und die Stadt und die Menschen in Berlin, Sie auch. Aber wie sähe denn so ein Tag im Leben von Olaf Scholz was in Berlin das? Aus, wenn Sie mal niemand erkennen würde? Ich liebe solche dummen Fragen. Nur noch so Bürgerdialoge in letzter Zeit. Ja, ach Gott, warum stellen wir so dumme Fragen?
Ah, das stört mich auch so im Journalismus. Also die stellen immer so, ah. Nein, also wir haben irgendwie Wirtschaftskrise, ein großes Problem. Deutschland kommt nicht von der Stelle, Deutschland hat eine alternde Bevölkerung, in Schulen wird nicht investiert. Also, wenn Sie jetzt so einen Guilty Pleasure Day machen dürften, was würden Sie denn machen?